In der Neustadt und Umgebung sind Sie heute zu uns gekommen, unsere musikalischen Gäste. Heute ist die Band Hauk bei uns und da gibt es jetzt schönen Mundart-Songs. Weiter. Also weiter ist gemeint, gell? Genau richtig. Habe ich richtig verstanden. Ein bisschen kann es ja. Super. Guten Morgen, die Herren. Schön, dass ihr da seid. Weder gespielt, weder tanzen, weder ziehen. Weder an das gute Glas, weder meine Luftschlösser bauen. Verlieren, wenn Arenen niederknien, von dem, was mir so viel bedeutet. Ich hab echt ein Riesenfreund, ich möchte weder meinen Unsinn treffen. Du kannst schon gehen, wo du noch bleibst. Jetzt reden wir gleich weiter. Gerne. Auch bei uns. Christoph, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo meine Herren, schön, dass ihr da seid. Toll. Dialektmusik. Ich habe mir schon öfter sagen lassen, dass es sozusagen, wenn man im Dialekt singt, ist es so die ursprünglichste Form oder einem selbst am nächsten. Das stimmt, das stimmt natürlich. Und da ich nicht besonders Englisch kann, ist vielleicht auch ein Vorteil, gleich meine Muttersprache und meinen Dialekt da mit hineinzubringen. Sehr schön. Und ja, funktioniert ganz gut. Seit 14 Jahren machst du das? Ja, wirklich schon lang. Ja, wirklich vier Alben aufgenommen bereits. Mit Tino spiel schon seit 15 Jahren, die Band dazu seit 10 Jahren. Und du hast auch, oder ihr habt auch schon mit allen Größen der heimischen Musikszene gespielt, allen voran Willi Resetarics. Ja, richtig. War einmal ein Konzert mit Ernst Molden gemeinsam, wo wir im Vorprogramm spielen und kennen in Bad Fischau, was natürlich ganz wunderbar war. Warst du auch so beeindruckt von ihm? Als ja, Mensch, als immer Musiker? Schon. Also ich war auf jeden Fall ein großes Vorbild oder ist noch immer ein großes Vorbild und ich habe das sehr genau verfolgt, irgendwie seine musikalische Laufbahn und die verschiedenen Projekte und war immer schwerst begeistert. Super. Ja. Ist was geplant? Sieht man euch live? Ja, ja, natürlich. Jetzt geht's natürlich. Los, gell? Nächste Woche sind wir schon im Rahmen des 100-Jahre-Jubiläum Niederösterreich in Horn im Tonkeller. Sehr Im schön. Juli sind wir bei Dialekt schmeckt, eine Veranstaltungsreihe in den Wiener Alpen, wo es Konzerte in den Bergen geben wird. Herrlich. Wunderbar. Und super. Dann auch noch zwei Open Air im Wald. Es geht immer weiter, weiter ja, und richtig, weiter. Na, bleiben wir bei dem Lied, bleiben wir beim Dialekt. Schön, dass du da seid, Hauk, heute bei uns. Danke, unsere musikalischen Gäste.